habe ich das Gefühl, dass du ein bisschen auf dem stehst, ehrlich gesagt. Okay, jetzt, also, ich habe keine Ahnung, was bei dir in diesem kleinen Gehirn da oben abgeht, ja? Aber ich bin nicht mal ansatzweise, irgendwie würde ich ansatzweise auf dich stehen, ja? Und eifersüchtig bin ich schon mal gar nicht. Das ist einfach nur, ich kann es nicht leiden, wenn man sich vorher als, oh, ich bin der krasse Retter, ich gehe dir Eis holen, mich vom Feld trägt und hast du nicht gesehen, mich dann einfach blöd stehen lässt. Just wake me up. Wie ist es in Amsterdam? Du hast dich noch nicht gemeldet. Ich wollte einfach mal ein kleines Update haben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dich meldest. Bis dann. Die scheiß Nachricht geht noch nicht mal durch. Tony, guck mal. Ja, das sehe ich. Ein Smiley aus Sano und Bären von dir für mich. Ich habe gerade ernsthaft gedacht, dass du einfach mal nett sein könntest, ne? Einfach mal so von Herzen eine Nettigkeit machst. Aber nee, bist ja wirklich Macho durch und durch, ne? Das ist hier so lecker, sag mal. Das bin ich. Pancakes. Guck mal, habe ich extra für dich gemacht. Süß, ne? Ja. Also, du bist offiziell meine absolute Lieblingsmitbewohnerin, Toni. Ja, gerne. Geil. Schön gemacht, alles. Ja. Ist das eine Raupe? Ja, ist eine Raupe. Ja? Mhm. Mega. Was hast du bekommen? Ich dachte, ich bin der Lieblingsmitbewohner. Oh, gibt jetzt hier Stress, wer welcher Lieblingsmitbewohner ist? Mega. Achso. Und sonst, also ich würde sagen, Stimmung, Beachvolleyball, hallo? Mmh, ja, ich hab übelst Bock. Oh ja! Beachvolleyball. Das freut mich. Nee. Wie, nee? Doch. Herr Toni, du bist doch heute frei. Was willst du sonst mit deinem Tag anfangen? Komm. Und wir brauchen viele Leute. Wir können das doch nicht... Drei, zwei wollen wir spielen. Zwei gegen genau. Eins. Ein, genau. Ja, okay, ich komm mit. Ja! Finde ich gut. Chaka! Aber ich komm mit, weil ich richtig Bock hab mit Tara und Malte Volleyball zu spielen, ne? Klar. Ist ja wohl klar. Bist du heute so süß? Oder? So. Ja, was kannst du nicht, Toni? Was kann ich nicht? Ich will noch mal ein bisschen für mein Gesicht tatsächlich gebrauchen. Ja. Sieht gut aus. Was gibt es hier zu gucken? Ich würde sagen, die gleiche Sache kannst du jetzt auch bei mir machen. Ich soll dich eincremen. Ja, warum denn nicht, aber? Naja, Toni hat sich ja bei mir schon verausgabt und wir wollen ja nicht, dass ihre hast du Angst, oder Finger was? Irgendwie wehtun. Nee, oder so, ich will einfach nur deinen schmierigen Körper nicht anziehen. Ach so. Anfassen. Ich creme dich ein, also. Denkst du, du kannst es so gut machen wie sie? Was hast du denn, Tara? Ich hab's gut gemacht, ne? Ja. Ja, so wie du gesagt hast, genau. Ja, Malte, wir sind hier. Bei den kleinen Händen? Gut, dass du schon dabei bist. Kannst du mir vielleicht auch den Rücken eincremen? Ich bräuchte auch meine Waden. Die ich würde Zeit ja pinkel. Gerne mal tun, ich wollte ihn eh kurz bestimmt woanders hin. Komm, wir gehen. Kannst du vielleicht mal einmal deinen Blick von mir abwenden? Das weil das hier gehört alles mir. Kommst du eh nicht dran, okay? Ja, das, wenn ihr einfach. Wir kommen, wir brauchen hier Tränke wegen Akklimatisieren und hier kommt. Komm. Deute ich deinen Blick gerade richtig? Ich habe einfach ganz kurz geguckt, was er so hat hinten. Oh. Mann, Toni. Nee, jetzt mal ernsthaft, Tara, ich check dich nicht. Du bist so eine selbstbewusste und starke Frau, ja? Und dann schießt du auf so ein Arschloch. Du bist gerade dein Arschloch los und jetzt kommt das nächste, oder wie? Nein, aber ich stehe einfach auf er schon. Ich finde, er hat schon ein gutes Potenzial, dass man da auch länger hinguckt. Hm? Wow. Tara steht auf er schon. Komm, wir gehen los. Meinst du, das hilft, Malte? Oh, nee. Oh. Okay, also, ich würde sagen, Tara und ich gegen euch beiden Jungs. Könnt auch gerne anfangen, weil verloren habt ihr eh. Tun ja im Moment nicht vom größten Verhältnis, dass es ein bisschen schwierig ist, das doch lieber mischen, oder, die Teams? Ich würde sagen auch, ehrlich gesagt, finde ich das ganz gut, was die verehrte Tara sagt, Toni. Deswegen hast du schön. Du brauchst mich gar nicht anfassen. Mit rüberkommen. Wir sind in einem Team, Tara! Cool. Ja, okay. Also hab vielleicht doch ich verloren.
Ja. Wie du sagst. Fäng ich an, ja? Definitiv. Vielleicht bist du auf dem Feld ja nicht so ein Arsch wie im richtigen Leben. Wir sind ein Dreamteam. Das war ja mal sowas von Glück gewesen. Nee, das war sowas von Können. Wir haben es einfach drauf. Ich hatte Tara im Team. Hallo? Ich hab das Team gerettet, ey. Also ich muss Sascha lassen. Okay, stopp. Nee, erstmal. Das war gut. Revanche. Revanche. Nichts der Revanche. Hier wird jetzt erstmal Pause gemacht. Ich hab Durst. Ich sag auch. Ja, Pause. Komm. Mal was trinken? Ja. Nächste. Fuck. Aua. Toni, alles gut? Rapunzel, was machst du? Den sterbenden Schwan oder was? Oh Mann, Malte, geh mir jetzt nicht auf den Sack. Hat man wirklich weh? Hier, komm ja. Her. Komm her. Kommst du? Ach, ja. Da kannst du ein bisschen einfacher machen. Was? Ey, Sascha, was soll das? Ein Helm! Ich kann da alleine hinlaufen. Sicher? Ja, so lass schlimm ist es auch nicht. Lass es, meine Fresse. Okay. Geht. Okay. Fuck. Sicher, dass du das hinkriegst? Kann ich irgendwas tun? Ja. Ja, den okay, komm, setz dich mal hin. Nur zu zweit, ne? Oh, hier ist an der Seite. An der Seite? Oh, ja. Was das Ding ist, man nennt mich auch Dr. Sascha. Hier? Ach, nicht so fest, Dr. Sascha, Alter, ich kotze. Du kotzt? Es reicht, okay, es reicht. Du hast jetzt gerade meinen Fuß abgepustet? Ich hab deinen Fuß abgepustet, ja. Das weiß ich, geh ein bisschen Eis holen, okay? Alles gut, Girl? Ja, alles gut. Ich glaube, ich spinne. Sag mal, hat der Typ eigentlich den Schuss nicht gehört? Der begrapscht mich hier in einer Tour. Der braucht gar nicht denken, dass sich das Thema damit erledigt hat. Bist du sicher, dass ich irgendwie dich hier... Alles gut, Malte. Ich frage mich einfach nur, wie ein Mensch so lange brauchen kann, um Eis zu holen. Muss der halt erst selber noch gefrieren oder... Mann, aber vielleicht hat er keinen gefunden oder so. Ja, keine Ahnung. Aber ja, nicht mehr Bodyfleisch. Malte! Oh, riecht ihr das? Das Fleisch, Wurst. Oh. Grill. Ja, ja, jemand grillt hier. Hast du Bock auf Wurst? Wollen wir Wurst? Hast du Bock auf Wurst? Wollen wir Wurst essen? Ja. Ja? Geht ihr Wurst essen? Ich geh mal, Sascha. Ich bring dir eine mit. Aber geht es, Toni? Ja, alles gut. Ja, Malte, dann warte doch mal. Du bist schon eine Süße. Toni, ne? Hier, guck mal, hab ich dir mitgebracht. Ja, und was wolltest du mir mitbringen? Richtig, Eis. Und was kriege ich hier? Hey, Süße. Bist schon eine Süße. Oder was auch immer. Toni. Wie ekelhaft bist du eigentlich? Ganz ehrlich, nur weil ich dir irgendwie nicht den Rücken einschmieren will, tust du so, als wärst du der Obermacho und hast ihn nicht gesehen. Ich will einfach von dir nicht angefasst werden. Was verstehst du daran nicht? Toni, ich meine ja, nicht dich. Ja, das zum Beispiel wieder. Warum? Ich meine nicht dich als Süße, sondern Heidi. Das ist übrigens Heidi. Heidi, das ist Toni. Ich glaube, Heidi ist ganz cool. Ich habe die gerade kennengelernt und ich würde die zu uns einladen. Und du, ich bin der Mitbewohner und ich brauche halt jemanden, der mich eincremt und wie geht's deinem Knöchel? Ich wollte halt helfen und das mit dem Eis ein bisschen verquatscht, ehrlich gesagt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dir Heidi ein neues... Ich brauche kein Eis mehr. Danke, Heidi. Ey, ich fass es nicht. Dieses selbstverliebte Arschloch hat es wirklich geschafft, die Situation so darzustellen, als wenn ich bescheuert wäre. Der macht mich wirklich sprachlos. Ich bin den Doppelknoten, nur mal aus meiner Schule, wir holen den Rückenstock besser. Alter, das sieht mir doch nicht nach Arbeiten aus. Ich muss auch mit ihm heute nicht mehr. Hey, Toni, wie ist mit deinem Knöchel oder brauchst du noch irgendwas? Können wir irgendwas für dich tun? Alles in Ordnung. Ich kann schon fast wieder richtig nach Arbeit. Oh, passen Sie auf, da hinten lasern Sie, gell? Man, jetzt hört doch mal auf, was wirklich alles bei dir. Ja, wirklich. Hauptsache, ihr könnt jetzt noch arbeiten. War ja schon anstrengend. Wollt ihr mal spielen? Na, ich werde schlafen hinter der Bar. Ja, wirst du nicht, weil du arbeitest mit mir zusammen und wir sind ja hart im Leben. Ihr macht es schon. Mach's viel Spaß schön. Euch. Ciao. Tschüss. Haben wir wieder Tag der offenen Tür, ja? Wievielte ist es die Woche denn schon? Eifersüchtig. Was? Eifersüchtig, bist eifersüchtig. Ob ich eifersüchtig bin?
Ich bin mal so weit von gar nicht eifersüchtig. Ich finde das einfach nur richtig ekelhaft. Und deswegen... Strandbad, Revier markieren, auch ein bisschen eifersüchtig gewesen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du ein bisschen auf dem stehst, ehrlich gesagt. Okay, jetzt, also... Ich habe keine Ahnung, was bei dir in diesem kleinen Gehirn da oben abgeht, ja? Aber ich bin nicht mal ansatzweise, irgendwie würde ich ansatzweise auf dich stehen, ja? Und eifersüchtig bin ich schon mal gar nicht. Das ist einfach nur, ich kann es nicht leiden, wenn man sich vorher als, oh, ich bin der krasse Retter, ich gehe dir Eis holen, mich vom Feld trägt und hast du nicht gesehen, mich dann einfach blöd stehen lässt. Finde ich einfach kacke. Sorry, dass ich da was gesagt habe, aber das hat bestimmt nichts mit Eifersucht zu tun. Dein Temperament. Mag ich. Steh ich schon mal ganz viel Spaß. Du merkst gar nicht, wie ekelhaft du bist, Alter. Tony? Tony? Hm? Ja, Entschuldigung, du warst ein bisschen zu laut vorhin. Komm, ich hab ein sogenanntes Kühlelement dabei. Ja? Weißt du, was das ist? Kühlelement. Kühlelement. Dann nennt man noch einfach Kühlakku, oder? Eispack. Und zwar für deinen guten Knöchel. Ja, danke, nicht anfassen. Ist immer noch so schlimm, oder was? Kann ich auch alleine. Wie kann es denn, dass du jetzt auf einmal auf die Idee kommst, dass ich jetzt doch Eis gebrauchen könnte? Bist du nicht eigentlich beschäftigt oder so? Ey, guck mal, ich dachte mir, ein gutes Friedensangebot, mal gefrorenes Eis mitzubringen. Okay, deswegen nimm's einmal an. Okay, guck mir die an. Nimm's an. Ja, danke schön. Ja, okay. Ja, gib her. Wie sieht's aus? Zeig mal. Ja, ist okay so. Einfach so lassen, ist wirklich schon besser. Hm? Und bei dir so? Musst du nicht jetzt eigentlich was wieder da deine, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, keine Ahnung. Musst du die nicht beschäftigen? Was ist los bei dir? Was? Wieso grinst du so? Ja, warum bist du so pissig? Jetzt denkst du wieder, ich bin eifersüchtig. Vielleicht ein bisschen. Ich bin nicht eifersüchtig, okay? Okay. Mich hat es einfach nur abgefuckt, dass du mich hast links liegen lassen. Ist ja auch egal. Ich bin nicht eifersüchtig, okay? Gut. Ja, gut. Ich habe jetzt alles. Du kannst gerne wieder gehen. Also, falls du Mediziner brauchst, weißt du, wo ich bin. Ich muss oder ich will zum Matrix. Weil du ja so viel Ahnung von Medizin hast. Du gehst jetzt noch ins Matrix? Ich habe regelmäßig Medizinstunden. Oh Gott. Ja, okay, geh einfach. Ich will jetzt zum Matrix. Heidi ist übrigens schon weg. Oh. Schade. Darf ich Sie, auch wenn es gewagt klingt, auf ein Glas Champagner einladen? Das ist mein Ehemann. Hallo Mike. Hey, was ist hier los? Verlässt dir sofort den Club. Entweder du gehst freiwillig oder ich hole die Security. Danke, mein Sohn. Spätestens als meine Mutter gestorben ist, warst du nicht mehr meine Familie. Glaubst du, es hat mich nicht traurig gemacht? Sind die ganze Zeit war ich traurig. Scheiß, ob du traurig bist. Also hier steht auch irgendwie, dass nur eine Person Anspruch hat, neben der Mutter auf das Sorgerecht. Ja, du kannst nur eine Person eintragen. Wir müssen unsere Bräute heiraten. Was? Ja. Willst du mich heiraten? Möchtest du mich heiraten? So, zwei Drittel gerne Rick, ein Drittel den Sani. Wir werden ab jetzt hier so einen Gentleman's Club eröffnen. Mit mehr männlichen Kunden. Schau dir das mal an. Guck mal, das beruhigt doch einen, oder? Das beruhigt einen, das macht mich gerade richtig wild. Das kann nicht sein, dass hier tagtäglich ein und aus irgendwelche Weiber gehen und du die anscheinend noch oben im Whirlpool. Ja, Mann. Hallo! Hä? Was wird das hier zwischen euch beiden überhaupt?